Willkommen zurück bei Dark Souls 3, immer noch mit sehr wenig Leben, quasi am Abgrund stehend. Flints Ring. Flints Ring. Verringert Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Ach so. Ah. Können wir aber erstmal anziehen, glaube ich. Sieht ganz interessant aus, der Ring, aber sonderlich stark finde ich den jetzt nicht. Hier können wir sogar runterdroppen. Oh Gott, ich habe echt überhaupt kein Leben mehr jetzt. Jetzt bin ich echt an der Grenze zum Tod. Heimatknochen. Okay, hier muss ich mich jetzt vermutlich raus teleportieren. Ah, nee, doch nicht. Noch nicht. Das werde ich nicht überleben. Fuck! Ich habe den mich jetzt springen müssen. Ich hätte da hinspringen müssen. Verdammt. Ah, es war blöd. Es war blöd. Okay. Wir müssen ja jetzt nur an so ziemlich allem vorbei, was überhaupt nur so existieren kann. Aber wird ja easy. Ach, natürlich trifft mich die Ratte als erstes. Fuck you, Spiel! Fuck you! Was ist denn jetzt verkehrt? Was soll die Scheiße denn? What the... Wieso? Was habe ich... LOL! Was? Läuft bei dir, Spiel. Oh, das braucht jetzt alles ewig zum Laden. Ja, nice. NPC ist noch da. Mal gucken, vielleicht. Macht der sich ja auch mal was hier. Okay. Irgendwas hat er gerade erzählt. Ich konnte es aber nicht. Okay. Ah. She's a lost cause. Couldn't eat after I brought her all this way and got her all ready. She's beyond repair, I tell you. The woman's a lost cause. Couldn't even become a fire. She's beyond repair. Okay. Ich kann von dieser Seite nicht öffnen. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder dahin. Wehe. Damit meine ich wirklich wehe. Da steht jetzt wieder das dicke Vieh. Ich muss den, glaube ich, erstmal rufen, ne? Nach unten kann ich auch noch fahren, fällt mir gerade ein. Da sieht's aber... Ja, wobei, der andere ist ja von da unten gekommen. Also da unten muss schon irgendwas sein. Ah, jetzt stehen die zwei dicken Tanten wieder. Ich habe den Sprung verpasst, oder? Ich war zu früh! Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich habe nicht aufgepasst. Ich dachte, der Sprung wäre schon gewesen. Nein! Ach, das war jetzt mega dämlich. So, Leiter, Leiter ist da. Nett, danke. Wow, ist auch schon da.
Ja, den kann man eigentlich ziemlich gut dodgen, wenn die das Ding schmeißen. Nur geben die gerade nicht auf. Der gibt echt nicht auf. Ja, komm mal, was? Eigentlich müsste der da runterfallen. Rein logisch betrachtet müsstest du runterfallen. Er will nicht runterfallen. Tschüss. So, jetzt nochmal Full Focus. Der war hinter mir, der Sprung. Hä? Ich kann ihn doch noch gar nicht verpasst haben. Hä? Moment, habe ich jetzt... War ich gerade ein Mongo? War der doch hier? Da ist er doch. Ja, ein bisschen spät, aber es hat noch gepasst. So, der dicke Vieh ist nicht mehr da. Das ist gut. Er ist auch nicht mehr hier. War das denn jetzt hier hoch, dann an den zwei dicken Waschweibern vorbei, ne? Hier waren Hunde drin, meine ich. Oder waren die hier? Ne, die waren hier. Ja, da sind sie. Diese Köter gehen mir hart auf den Sack. Okay. Die Kiste hatten wir aufgemacht, dann konnten wir hochlaufen. An denen vorbei, dann sind wir hier oben hin, haben den Ring geholt. Hier drüben war... Ich bin daneben gesprungen. Wobei das... Okay, da war noch ein Steg, aber... Ja, wobei... Ich bin ja in einem durchgefallen. Och nee, jetzt wird's langsam lächerlich. Aber theoretisch bin ich doch eigentlich zwischengelandet. Das hätte doch zählen müssen. War so ein kurzer Moment der Hoffnung, wo ich mir gedacht habe, jetzt bist du noch safe, ey. Ja, war ich ein bisschen zu voreilig wieder. Leiter ist da, das ist sehr angenehm. Boden ist auch da. Hunde sind leider auch da. Und zwar ganz viele. Oh, fuck. Habe ich nicht gerade noch gesagt, dass ich den super leicht ausweichen kann? Ist der Fahrstuhl nach unten oder nach oben unterwegs? Nach unten! Nein! Ja, okay, wir fahren nach unten. Ach, guck mal einer an. Das ist ja schick hier. Ja, hier kommen wir auch nochmal hin. Irgendwann später. Irgendwann. Das ist aber ganz gut, weil dann... Kann ich das nächste Mal einfach runterfahren? Dann gehen mir die Typen auch nicht mehr auf den Sack.
Da wäre ich beinahe zu früh runtergesprungen, wa? So eine Sekunde oder so zu früh beinahe. Das wäre ganz schön böse geworden. Ich wollte gerade sagen, die beiden waren ja auch kein Problem, dran vorbeizulaufen. So, jetzt machen wir das aber nochmal richtig hier. Folgt mir was? Ne, momentan nicht. Trotzdem süffel ich mal kurz einen Schluck und dann kommt man hier auf das Dach runter. Von hier aus kommt man auf den Turm. Alles gut. Wo war denn der Eingang? Ach, hier. So. Springen. Danke. Geschafft. Das leuchtet doch schon so. Oh, der Ausdauerring. Weste aus Myra, Handschuhe, Hose. Das ist nice. Weste aus Myra, Weste aus Myra, Weste aus Myra. Sehr viel leichter. Handschuhe aus Myra. Hose aus Myra. Oh, das Set gefällt mir. Jetzt noch einen passenden Hut dazu. Ach, der ist es nicht. Der ist es echt nicht. Der ist es auch nicht so wirklich. Der... sieht eher aus wie... naja. Dann würde ich doch eher so einen Ritterhelm, glaube ich, anziehen. Ja, das passt. Ah, sieht ziemlich nice aus. Ja, es sieht echt ziemlich nice aus. Da ich ja jetzt sowieso nicht so sehr auf die Stats achte. Was wahrscheinlich ein großer Fehler ist, aber... naja. Kann ich mir auch sowas hier mal gönnen anzuziehen. Jetzt bin ich hier. Okay, da hinten ist die Brücke. Da haut mir erstmal noch einen rein. Heißt, wenn ich jetzt hier über die Brücke laufe, komme ich wieder zu der Kirche. Ungünstig. Sehr schön. Oh, dann fahren wir diesmal nach unten. Und guck mal, was unten so ist.
Es ist verdammt dunkel. Und verdammt groß. Holy shit! Was bist... Was denn mit dir nicht richtig? Alles klar, fick dich. Das mit dem Sprinten ist ein guter Tipp. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Leuchtfeuer, Standbilder. Ans Feuer, ans Feuer, ans Feuer, ans Feuer, ans Feuer. Oh Gott sei Dank. Oh boy. Jetzt können wir das nochmal probieren. Ist auch irgendwas Cooles auf jeden Fall dabei, dass es sich lohnt, dich zu töten. Ich bin nicht mal schnell genug zum... Alter. Darf mich auch nicht erfrieren lassen von dem jetzt. Ich bin am Erfrieren, ich bin gestorben. Alter, was bist du denn? Erstmal ordentlich hinsetzen hier. Jetzt wird's richtig gebettelt. So. Mein Freund. Kann ich dich surprisen? Von hinten nehmen. Anscheinend kann ich das nicht, nein. Ein Schlag und danach muss ich ausweichen. Was? Das ist der Shit, das Vieh. Ich habe ein Problem. Ich habe ein ganz dickes Problem. Man mag hier nicht rauskommen. Ne, er kommt hier nicht raus. So kann ich den fertig machen. So kriege ich den. So kriege ich ihn. Ausgang, Ausgang, wo bist du? Da bist du. Kommt halt echt nicht freiwillig aus dem Tor raus. Es leckt halt jedes Mal, wenn ich aus dem Tor oder in das Tor reingehe. Er rennt zu weit weg. Das wird wehtun. Na, wobei, hat geklappt.
wie er ausrastet. Ja, wobei, jetzt ist eh vorbei. Schüsselü! Gerades Irithilschwert. Gerades Irithilschwert. Alleine an die Vorreiter des Nordwindhalles gerade Schwert ist in der Kälte gehüllt und verursacht Erfrierung. Alle Vorreiterritter verwandeln sich irgendwann in Bestien, stets von den schwarzen Augen des Hohepriesters Sullivan verfolgt. Hat ebenfalls die Fertigkeit Haltung. Okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dieses neue Schwertchen mal an, was das so Schönes kann. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin. Macht's gut.